Und damit, yo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Test von Bladed. Unser Bladed Presents A Game of Bar Audience, und zwar Limbo. Gucken wir uns das einfach mal an, mal gucken, wie dämlich ich mich in dem Punkt jetzt anstelle. Mal schauen, was halt auch an sich auf mich zukommt. Wie dämlich ich mich anstelle. Ich weiß, dass ich bei einer Stelle nicht weiterkommen werde. Aber jedenfalls, das sind wir. Dieser Junge hier. Wir bewegen uns irgendwie fort. Und zwar die ganze Zeit nur hüpfend. Wir können da noch mit STRG noch ein paar Sachen interagieren und alles. Ich würde einfach so sagen, seid gespannt. Das da ist übrigens gefährlich. Da kann man irgendwie sterben. Ich würde es euch ja zeigen, aber ich denke mal, da kommen wir noch dazu. Bezüglich Interaktion ist dann zum Beispiel das hier. Ich kann jetzt diesen Kasten hier rausziehen. Auf ihn drauf springen und hier drauf. Und hier dran und sofort dann hier runter. Dieses Spiel besitzt, so wie ich es mitbekommen habe, selber keine einzige Melodie. Warum ich dieses Spiel jetzt teste, liegt auch jetzt daran. Steam hatte das vor, lass mich nicht, ein, zwei Wochen oder so, das mal umsonst gebracht. Und da dachte ich mir doch so, warum zeige ich euch dies jetzt mal nicht? Was das denn jetzt hier ist, was die denn hier von einem wollen oder verlangen oder keine Ahnung. Den Anfang kriege ich jetzt gut hin, bis, glaube ich, bis zu der Stelle selber, bei der ich verkacke. Aber seid da selber einfach mal kurz gespannt. So, dich müssen wir mit rausziehen. Da rechnet man am Anfang nicht. Man steht hier und denkt sich so, wie komm ich denn jetzt da hoch? Da habe ich einfach mal so getestet. Wie ist das denn, wenn ich jetzt das Boot hier mitziehe? Dann funktioniert auch das. Was ich noch erwähnen müsste, ist dieses Spiel versucht uns umzubringen. Was ich damit meine, seht ihr jetzt am, glaub, nächsten Bereich gleich. Und zwar den hier. Pass auf. Aber zum Glück spawnt man immer wieder. Aber man denkt sich so, man kommt doch nicht so weit. Warum? Ich habe auch erst kurz überlegen müssen. Und habe mir so gesagt, so, was ist denn, wenn ich diesen hier bisschen hier hinziehe und dann zu spät losspringe. Heppa, hepp. Alter. Hepp. Hepp. Alter, was soll das denn jetzt? Und Sprung. Und Alter, wie dämlich bin ich denn bitte? Das habe ich doch vorhin gekriegt. Warum denn jetzt nicht? Geht doch. Alter, Verwalter. So, hier haben wir jetzt ein ganz feines kleines Rätsel. Jetzt ziehen wir dich mal hier rüber. Springen da hoch. Ich weiß nicht, was das da ist, aber Alter, warum gehst du denn da weg? So, du sollst schon da dran. So, sie kommen recht gut voran.
Ja, jetzt müssen wir da drauf. Das kieselt da, ne? Ist der warum? Deswegen! Alter Verwalter. An sich ist das Spiel schon recht nice. Aber auch nicht gerade von ungefähr. Kann man sagen. Ja, kann man so sagen. Erst recht, weil wir jetzt an der Szene sind, wo ich nicht weiterkomme. Man muss das hier lang hier irgendwie schieben. Aber aufpassen, dass der Junge da drin nicht so ertrinkt. Weil das kann er nämlich. Da seht ihr. Und ich weiß nicht, was man da tun soll. Da hänge ich fest. Nein, es war. Warum ist er denn gesprungen? Mann. Ich kann ja mit umliegenden Teilen ja so nichts machen. Das hier ist so ein kleines irgendwie Rätsel oder irgendwie sowas. Nein, nein, nein! Es ist doch so nervig. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Da muss man noch irgendwie was machen können. Ja, wenn er nicht zu dämlich wäre und sofort verreckt. Das ist so ein Junge, der verreckt gerne. Der war schlecht. Aber ist leider so. Was? Ist der jetzt gerade ernsthaft da gestolpert und mit dem Kopf auf den Boden und ersoffen? Scheint mir so. Ist der da gerade lange? Was muss ich denn tun? Ich muss ja darüber. Aber hier ist eine Fläche. Ich kann da nichts machen. Ich könnte ja auch so machen. Aber bin ich auch ersoffen. Ich weiß es nicht. Das Geile ist aber in dem Punkt, es existiert auch eine kleine Strömung. Nee, warum? Schau, ich hänge mich dran, ich stelle mich drauf und rutsche weiter. So denkt er sich das. Oh boy. Ja, oh, wisst ihr was, Leute? Ich weiß es nicht. Ich kann euch das aber auch jetzt nicht stundenlang noch antun und würde sagen, schreibt mir in die Kommentare, was man denn genau dazu tun hat. Vielleicht bringe ich ein zweites Let's Test von Limbo in dem Punkto und mal schauen. Vielleicht blicke ich dann auch ein bisschen durch und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das war auch interessant, aber das war nicht richtig. Bis dahin und ciao.